Ich bin zwar kein Furry, aber ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Guckt euch mal diese riesige Höhle an. Mein Gott. Und ja, wir sind hier in der das Auto. Wir sind hier in den, wie heißt das nochmal? Ballet Twins, ne? Hieß das, glaube ich, hier, ne? Ballet Twins, ja. Und wir haben in der letzten Folge die Victoria Householding Corporation, heißen die, glaube ich, kennengelernt, ne? Von Lycon, Ellen, Corin, mein Gott, und Rina. Und ja, die haben wir jetzt mal offiziell in der Story endlich mal kennengelernt, ne? Und ja. So, wir befinden uns gerade in Version 1.1. Das erste Update für dieses Spiel ist rausgekommen seit Release. Und mit neuen Updates kommen immer eine Menge neue Sachen. Ne? Davon zeige ich euch jetzt hier mal ein paar Mal. Erst einmal, ich habe es mal auf Anton hingestellt. Ne? Wir haben einen neuen Charakter in der Gacha. Wir haben Shinji. Ja, ausgezeichnet. Ne? Und einige andere Spielmodi. Ne? Hier, wir kriegen wieder hier 10 Tage lang hier. 7 Tage lang jetzt 10 Dinger, was auch cool ist. Sie ist, glaube ich, dieses cool Mädchen, was ich schon mal erwähnt hatte. Ne? Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier wieder so eine, weiß nicht, wie nennt man das, so eine Art hier jetzt gerade gezeigt wird. Das ist schon ein bisschen. Mm-hmm. Und ja, keine Ahnung. Wir haben eine neue Story, eine Companion Mission von Shinji hier freigeschaltet, ne? Weil sie halt ein neuer Charakter ist. Das ist irgendwie ein neuer Modus, glaube ich, den ich in der Höhle 0, wenn ich mich nicht irre, da bin ich noch nicht so weit gekommen. Da hinten sehen wir im Hintergrund irgendwie dieses Madoka Magica Walpurgisnacht Monster, was glaube ich ein Boss ist, den man bekämpfen kann, weil ich habe schon irgendwie ja gesehen, man kann irgendwie gegen die kämpfen, aber ich habe nur die Silhouette gesehen, aber die Silhouette sieht sehr aus wie das Ding, also ja, ich nehme an, das kann man auch irgendwann bekämpfen. So, das glaube ich ein neuer Spielmodus, ne? Oder ist das der hier? Das hier ist ein neuer Spielmodus. Ich weiß ja, Shio Verteidigung, das ist dieser Endgame-Modus, ne, wo man ja gegen Gegner kämpfen muss, ne, um Belohnungen zu bekommen. Da haben sie jetzt irgendwie einen neuen hinzugefügt, habe ich schon einmal gespielt. Und ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß nicht genau, was das ist, egal. So, und das war's eigentlich, ne. Hier ist, ich glaube, hier das Menü sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, die haben jetzt Nachrichten auch hier unten hingepackt, ne. Und bei mehr haben sie jetzt auch eine ganze Menge neue Sachen hier hingepackt. Man kann sein Profilbild ändern. Oben links sieht man vielleicht neben meinen Namen. Ich habe jetzt Coin da reingepackt. Ne, ich würde euch am liebsten noch zeigen, was da noch alles ist, aber dann müsste ich wieder meine User-ID hier verdecken und darauf habe ich keine Lust. Ja, man kann irgendwie sein Profilbild ändern und ja, dieses Banner irgendwie, wo irgendwie andere Spieler einen irgendwie anschauen können. Ne? Das Persönliche, das kann man alles ändern und das konnte ich irgendwie zu Susako hier ändern, ne? Und ich glaube, der Grund dafür liegt daran, weil das war nämlich genau dieses Bild hier. Dieses Bild hier konnte ich als Profilbild einstellen. Und ich nehme an, der Grund dafür ist, weil ich halt bei ihr das Bild hier komplettiert habe, ne? Also die ersten drei Dinger, ne? Hier ist anscheinend noch mal ein neues, ne? Aber ich habe die ersten drei komplettiert, deswegen ja. Konnte ich das hier als Profilbild einstellen. Ne? Ich nehme an, das ist dann bei jedem Charakter, den ich hier auf Level 3 bringe. Ne? Was schon mal cool ist. Ja, mein Profil-Icon konnte ich auch zu jedem Charakter ändern, den ich besitze. Und ja. Weiß nicht. Ich habe schon gesehen, bei einigen Charakteren, was die nächsten Bilder sind. Also die hier jetzt nämlich ankommen. Und das ist ein bisschen interessant, aber ich hoffe, ich kann ich das zeigen, wenn das irgendwann so weit ist, weil es ist, glaube ich, unausweichlich, dass ich irgendwann mal einen Charakter hier komplett auf Level 6 bringe, ne, mit den Bildern. Also 4-Sterne-Charaktere auf jeden Fall irgendwann, ne, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bei 5-Sterne-Charakter wird das nie passieren, weil ich die halt nie öfter pulle. Aber ja, so dann haben wir hier Shinji, sie ist jetzt auch ein neuer Charakter. Von ihr werden wir noch mehr sehen, weil ich sie garantiert pullen werde. Aber das machen wir jetzt am Ende des Parts, ne? Freue ich mich schon drauf. Also wir gehen erstmal ein bisschen heute die Story weiterspielen und dann wird am Ende ein bisschen gegatschert. Zum ersten Mal ein bisschen für den Event-Charakter gegatschert, ne? Weil Ellen habe ich übersprungen. Oder für Ellen habe ich, glaube ich, dreimal die Gacha gespielt. Und
dann später, ich vergesse immer ihren Namen. Shuyan. Sie habe ich komplett geskippt. Ich finde gut, dass die Charaktere ja trotzdem angezeigt werden, auch wenn man die nicht besitzt. Das ist irgendwie cool. Obwohl es mich irgendwie stört, dass man irgendwie schon hier so nachgucken kann, wie die ganzen Animationen sind hier, wenn man die Charaktere freischaltet. Ich würde mir irgendwie wünschen, das wäre irgendwie, weil nicht, das würden die sich irgendwie aufsparen, wenn man irgendwie die Charaktere freischaltet. Und dann kann man sich hier schon, damit man irgendwie so denken soll, so, oh, ich frage mich, wie die Animationen ja von den Charakteren sind im Menü und so, ne? Aber wird alles eher angezeigt, leider. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Die haben definitiv irgendwie was am Gameplay geändert. Irgendwie sind Kettenangriffe nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, wie ich das außerhalb vom Kampf erklären soll. Ich versuche immer im Kampf zu erklären. Aber die sind irgendwie schwieriger jetzt irgendwie zu machen. Ich glaube, da haben sie ein bisschen was geändert, ein bisschen dran rumgefixt und so. Was ist noch? Ja, ist neu. Also nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie, wo war das nochmal? Weil hier ist, glaube ich, irgendwas ein neues Proxy-Anbruch, genau. Ich glaube, das war vorher noch nicht hier. Und da habe ich irgendwie, ich glaube, das hier ist irgendwie da aufgetaucht. Das ist nämlich genau das, was ich mich schon gewundert habe. Ne, wenn man einen Charakter nämlich hat, ja, da sieht man das sogar. Wenn man einen Charakter zum Beispiel da hat, ne, und man hat die persönliche Waffe von dem Charakter, dann kann man ja diesen Schalter umlegen, ne. Also hier. Yeah. Diese, hier habe ich zum Beispiel auch das Ding, ne. Und oh, ich kann das hier hochleveln, sehe ich gerade. Hier dieses Ding hier. Boom, ne? Wenn man die persönliche Waffe von einem Charakter hat, dann kann man das Ding hier irgendwie umstellen. Das ist also das, was da erklärt wird, ne? Und das habe ich mich ja schon die ganze Zeit gewundert, was dann sein soll, ne? Jetzt haben sie ja, glaube ich, eine Erklärung da reingepackt, ne? Und das habe ich mir mal durchgelesen, ne? Agenten können, nachdem sie ihre exklusiven W-Motoren ausgerüstet haben, einen W-Motorschalter einschalten. Durch das Einschalten des W-Motorschalters können Agenten im Kampf das besondere Aussehen anwenden. Die W-Motorschalter können nach den Einschalten beliebig aus und wieder angeschaltet werden. So, das habe ich erst nicht kapiert, weil ein besonderes Aussehen anwenden, ne? Also, das ist ein bisschen nicht so, weil nicht eindeutig, aber man kann es hier ehrlich gesagt sehen, ehrlich gesagt, weil bei mir ist das nämlich offscreen aufgefallen bei Nicole, weil ich habe irgendwie hier, man kann ja hier immer die ganzen Charaktere ausprobieren, ne, die gerade in der Gacha sind. Ich habe mal Billy hier ausprobiert, einfach nur um die Belohnung zu bekommen. Und in dem Team war auch Nicole dabei. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn man mit Nicole ihren Spezialangriff einsetzt, also wie man die auf dem Screen sieht, ne, sie hat ja diesen mit ihrer Kanone kann sie ja dieses schwarze Loch hier erzeugen. Und mir ist aufgefallen, als ich mit Billy hier gespielt habe und Nicole auch in dem Team war, dass ihre Haare nicht am Leuchten waren. Ja, man kann nämlich sehen, ihre Haare sind so ganz klein ein bisschen am Leuchten, wenn sie diesen Angriff einsetzt. Das ist mir nämlich schon vorher offscreen auch aufgefallen. Und ich dachte eigentlich, das wäre normal, das ist eigentlich Standard oder so. Aber ich nehme mal an, der Grund, warum ihre Haare leuchten, liegt daran, weil ich die persönliche Waffe für sie ausgerüstet habe. Also das ist eigentlich nur so ein visueller Effekt, der dann freigeschaltet wird, wenn man den Charakteren deren persönliche Waffe gibt, ne? Was, das ist mir ehrlich gesagt aber nur bei Nicole aufgefallen. Ich habe schon bei mehreren Charakteren. Ich habe bei Billy, ich habe von Sukako, ich habe von voll vielen Charakteren schon die persönlichen Waffen, ne? Aber mir ist bei anderen irgendwie noch nichts aufgefallen. Muss ich mal drauf achten. Aber das hat endlich mal das Rätsel hier gelöst, was hier dieser einzigartige Effekt ist, den man bekommt, wenn man hier die persönliche Waffe von Charakteren ausrüstet. Ich meine, ich werde sowieso immer die persönlichen Waffen ausrüsten, weil die sind in den meisten Fällen immer genau abgetrimmt auf die Charaktere. Ne? Billys persönliche Waffe ist zum Beispiel, keine Ahnung, die hat irgendwie den Effekt, irgendwie die macht mehr Schaden. Oder der Charakter, der die Waffe ausgerüstet hat, macht mehr Schaden, je weiter man entfernt ist vom Gegner. Und Billy ist halt hier ein Charakter, der schießt und ja, je weiter der entfernt ist vom Gegner, desto mehr Schaden macht er. Also das ist eigentlich perfekt für den, ne? Und naja, ja, die sind sowieso immer perfekt abgetrimmt auf die Charaktere, deswegen sollte man die sowieso immer die persönlichen Waffen geben. So, jetzt haben wir erstmal 10 Minuten hier geredet, was hier alles so passiert ist. Ne, ich wollte ehrlich gesagt schon ein bisschen eher aufnehmen, aber es war so heiß, ne? Es war über 30 Grad. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie Probleme mit meinem Internet. Und es ist ein bisschen zickig in letzter Zeit. Deswegen rechne ich damit, dass während der Aufnahme hier mein Internet abstürzt. Und wenn mein Internet abstürzt, dann wird das Spiel beendet, weil ohne Internet kannst du das Spiel nicht spielen. Und ja, ich werde damit rechnen, vielleicht, dass hier einige Cuts reinkommen werden. Und ja, das nervt mich schon ein bisschen. Aber bis jetzt ging es noch heute, ne? Also da war heute
heute Mittag nur einmal kurz und danach ging es wieder, aber mal schauen, wie es heute läuft, ne? So, jetzt haben wir aber echt genug geredet, gehen wir weiter, ne? So, bist du Epoxy Python? Python? Ja, da bin ich. Es ist bei uns bei Victoria Housekeeping Corps eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen, werter Epoxy. Genau, der hat uns ja gar nicht getroffen persönlich, ne? Wir haben ja nur dem Bangbo haben wir da reingeschickt, ne? Mit Billy und Anbi und Nikomata, ne? Als Kooperationspartner von unserer Victoria Housekeeping Corps und geschätzten Gast werden wir unser Bestes tun, um dir eine angenehme und sichere Reise durch die Höhle zu ermöglichen. Danke. Weißt du, wo Eos ist? Dina ist gerade bei deinem Begleiter Eos. Uns fiel auf, dass Meister Eos sich in dieser feuchten Umgebung nicht sehr wohl fühlt. Rena hat daher freundlicherweise eine Schaltkreismassage durchgeführt, die Müdigkeit lindert. Du findest sie nahe in dem versunkenen Platz. Seit du Kohlen gerettet hast, freut sie sich darauf, dich zu treffen. Wenn es für dich in Ordnung ist, wirst du eine Weile bei ihr bleiben und mir reden. Klar, ich würde Kohlen auch gerne kennenlernen. Wirklich? Kohlen wird überglücklich sein, das zu hören. Möchtest du noch etwas anderes wissen? Mir fällt im Moment nicht ein. Komm jederzeit zu mir, falls du etwas brauchst. Okay. So. Grüße die anderen drei. Ausgezeichnet. Ist eigentlich ein neues Gebiet jetzt hier hinzugefügt worden? Nö. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Story weitergeht oder nicht. Ich habe jedenfalls gesehen, Shinji's Story geht auf jeden Fall weiter. Sie hat auf jeden Fall eine Agentengeschichte bekommen, aber ich weiß nicht, was die andere Quest da ist, mit diesem Kuhmädchen. Oder Kuhfrau, die sah nicht aus wie ein Mädchen. Also da war eine sehr erwachsene Frau von dem Bildhaus. Ich gehe davon aus, dass du der Guide bist. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Alexandrina Sebastian. Natürlich heißt sie Sebastian. Aber du kannst mich Rina nennen. Weiß, Rina hat Eos, Meister Eos genannt. Hey, das stimmt. Rina hat mich nie einen legendären Bangbo wie dein. Rina hat noch nie einen legendären Bangbo wie Meister Eos getroffen. Dass ich mit dem Guide synchronisieren kann und zwischen Höhlen hin und her reisen kann. Du bist ziemlich cool und noch in guter Form, trotz all deiner Dienstjahre. Ich bin beeindruckt. Ganz genau, Meister Eos ist Spitzenklasse. Habe ich eher bisher nicht genug gelobt? Ja, ich weiß. Es ist eigentlich als Weiß zu verdanken. Ich bin wirklich gerührt, dass du und deine Schwester es geschafft haben, Eos ein so warmes Zuhause zu geben, nachdem es seinen Besitzer verloren hat. Woher weißt du das? Das wusste noch nicht mal ich. Oh, vielleicht sollte ich mich nicht einmischen. Es ist nur so, dass ich in die Tiefe zur Zuneigung von hier Eos zu euch beiden so sehr berührt hat, dass ich meine Gefühle ausdrücken wollte. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich habe das Gefühl, dass Eos... Hey, mach dir keine Sorgen, lieber Guide. Dein Begleiter Eos ist ein treuer Freund. Ich glaube, hinter dir steckt noch mehr, aber bei Eos hat noch nicht erwogen, dein Geheimnis auszuplaudern. Und nach meinem Gespräch mit Eos bin ich überzeugt, dass Python erstklassiger Geschäftspartner ist. Ich freue mich darauf, zukünftig mit euch zu arbeiten. Danke, Eos. Ist sonst noch etwas, was du sprechen willst? Und gerade nicht. Alles klar, ich kümmere mich hier um Meister Eos. Nimm Kontakt auf, falls du mich brauchst. Eos ist im Menü repariert. Meister Eos schon in guter Form zu sein. Sieht aus, als könnten wir, wie geplant, zu den Ballett Twins. Ich zähle auf den Rest auf unserer Reise auf dich, Guide. So. Hey, Alan. Du bist also Python? Was ist los? Bist du überrascht? Ja, ein wenig. Ich dachte, dass mein Partner dieses Mal ein düsterer Typ wäre. Aber nun, wo ich dich gesehen habe, fühle ich mich schon viel besser. Wie dem auch sei, ich bin Ellen von Victoria Housekeeping Corps. Das ist mir eine Ehre, dir zu dienen. Bitte sei bla bla. Drin ist, habe ich vergessen, aber so ungefähr ging es. Die Ehre ist ganz meinerseits. Wenn es Probleme in jeglicher Art gibt, dann frag einfach den Boss oder Rena. Sie wird dir weiterhelfen. Gibt es noch etwas? Alles gut, ruh dich jetzt aus. Gut, bis bald. Okay. Coin, Best Girl. Bisher. Ermi, ich meine, werte Foxy, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Also, ich meine, wir kennen uns ja eigentlich schon. Es ist mir eine Ehre, dich wiederzusehen. Es ist toll, dich wiederzusehen, Corin. Oh, wirklich? Ich freue mich so sehr. Tut mir leid, ich sollte nicht so formlos mit dir reden, werter Foxy. Tut mir leid, ich bin nicht wirklich ein Ermittler. Nein, werter Foxy, sag so etwas nicht. Jetzt, da ich so überlege, habe ich das wohl missverstanden. Du hast nie gesagt, dass du Ermittler bist. Aber ich bin neugierig. Wieso arbeitet jemand mit so viel Talent wie du als Proxy? Es gibt viele Gründe.
Ich verstehe, klingt, als hättest du viel durchgemacht. Ja, jedenfalls weiß ich nicht, wie ich dir für meine Rettung danken kann. Es ist mir wirklich eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Können wir irgendwann mal wieder reden? Sicher doch. Also, worüber wollen wir reden? Auch so, mit welchem Teammitglied kommst du am besten klar? Wie bitte? Also, das ist eine gefährliche Frage. Es ist so, als würdest du fragen, welches Elternteil rettest du, wenn beide am Ertrinken sind? Oder lenkst du die Straße mal nach links oder rechts? Ich weiß es selber nicht. Jedes einzelne Mitglied von Victoria Housekeeping Corps ist mir sehr wichtig. Mit welchem Teammitglied kommst du am wenigsten klar? Diese Frage ist ja noch gefährlicher als die vorherige. Muss ich das wirklich beantworten? Aufhören, ihr blöd zu kommen. Okay, das reicht erstmal. Es hat mich gefreut, mit dir zu reden, Metaproxy. Bitte pass gut auf dich auf, wenn wir in der Höhle sind. In diesem Moment klingelt das Handy. Moshi Moshi. Moshi Moshi, Oni-chan. Victoria Kasei no hitotachi to wa aeta? Sind alle super lieb. Oh, wir haben uns gerade getroffen. Ich hasse es, wenn so warm ist. Ey. Ich muss die ganze meine Füße jucken die ganze Zeit und ich kratze mich die ganze Zeit und nicht gut ist. Ich bin schon voll rot, weil ich mich die ganze Zeit da kratze. Ey. Kotzt mich an. Man kann es nicht wieder kühler werden. Genau, was müssen wir noch mal machen? Oh, geht schon direkt los. Ausgezeichnet. Gut. Ich hoffe, die Charaktere laufen hier jedes Mal rum. Ne? Ich habe die wahrscheinlich immer noch nicht hier freigeschaltet. Ne? Nein. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, weil ich hier nichts mehr zu tun habe. Erstmal die ganzen... Was? Oh, ich spiele, dass ich hier rumlaufe, nehme ich an. Okay. Kann mich nicht teleportieren. Warum? Jetzt kann ich... Ich darf nur dahin gehen, alles klar. Passiert irgendwann auf dem Parkplatz. Zu dieser Zeit im Bezirk Janus beim Helipad auf dem Dach des Revier der Sicherheitsbehörde. Genau. Nicole war ja irgendwie auf so eine Konferenz oder so. Dann rechts. Dingen.重罪に問われている同士ではありますが、驚くべきことに、その表情からは落ち着きが感じられます。バカタレットもめ。バカよ。お願いを聞いてあげるわ。具体的な指示は搭乗日、スーツケースに入れておくから、読むのは離陸した2時間後。指示通りに動けば、 Ich finde die Helme von denen so witzig, sehen aus wie so Walrosse. お前はこの年の恐ろしさをまだ知らないようだな。首洗って待ってなさい。何を企んでるのか知らないけど、法廷じゃ容赦しないんだから。あ、やば。よかった、やっと来たわね。疲れた。あんなに走ったのに。 Dann will ich aber deine Werte jetzt auch besser sehen. だから、得体の知れない B級品には手を出さない方がいいって言ったんだぞ。茶番はそこまでよ。 そもそも機械人にくっついていいわけ？専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみれになるわよ。トゥーナーのパウザーアートメン。どうしたのよ、アンビ。何か心配事でもあるの？バイトン、あのまま水知らずの集団に預けてよかったのかしら。猫股の知り合いがいるんでしょ？バレーツインズだって、ご主人様とやらの所有物って話だし。だ
Außer der Meister ist diese eine. Diese eine Kollegin. Aber ich nehme an, der Meister wird Victoria heißen. Wegen Victoria Haus. Was ist denn das für eine Logik? Die Leute sind voll unbekannt, deswegen können wir den trauen. So, Proxy, bist du da? Haben das Billy und die anderen geschafft? Haben es Billy und die anderen nicht mehr? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind gerade im Luftschiff. Wir heben bald ab. Also ich wollte mich entschuldigen, was vorhin passiert ist. Tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was ihr meint. Dazu schön mit euch Rain zu suchen, aber habe es dann jemand anderen überlassen. Was ist mit dir los? Was ist passiert? Hast du etwas Seltsames gegessen? Schnell, gib nur Kumata dein Handy, damit sie mir sagen kann, wie schlimm deine Lebensmittelvergiftung ist. Nein, nein, mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Mir wurde plötzlich klar, wie lange wir uns schon kennen. Und obwohl es nicht immer so einfach war, ist es mir immer wieder eine Freude, mit dir zu arbeiten. Du gehst doch nur vor Gericht. Du nimmst dich komisch, Nuckel. Du gehst vor Gericht nicht ins Gefängnis. Warum bist du so nervös? Nein, gar nicht. Mach dich nicht lächerlich. Jedenfalls, ich bin euch allen echt dankbar. Ich zahle euch irgendwann zurück, wenn ich wieder da bin. Ja, alles klar. Gut, hoffentlich. Ich brauche dauernd hier Geld. Dass ich das Maximum Level meines Accounts hier erreicht habe. Boah, ich bin bald so kurz davor, mit Genshin Impact endlich mein Maximum Level zu erreichen von meinem Konto. Das bedeutet, ich werde endlich keine Geldprobleme mehr haben in diesem verdammten Spiel. Hm, ich kann es nicht glauben. Nicole hat sich gerade in einer PN bedankt. Das ist seltsam. Wieso bedankt sie sich so plötzlich? Irgendwie gruselig. Etwas stimmt definitiv nicht. Vor allem gesehen, wenn sie zurückkommt. Jedenfalls speichere ich Nicoles Nachrichten, dass sie uns zurückzahlen will. Nur für den Fall, dass Nicole sie löscht und es dann bestreitet. Weiß, Victoria Housekeeping Corp hat uns gerade kontaktiert. Sie sind bald zu gehen. Ab jetzt sollen wir uns also auf Ballett Twins fokussieren. Da kann ich wahrscheinlich die jetzt alle spielen, ne? So. Brauche hier gar nicht irgendwie seine Charaktere trainieren, weil man hier die ganze Zeit Story-Charaktere benutzt, ne? So, da, der hat auch den hier. Okay, Lycon, den haben wir noch nie gespielt. Lass mal sehen. Rina und Corin haben wir ja, ne? Wo ich Rina schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht hochtrainiere. Ich will halt andere Charaktere lieber trainieren. Ich bin halt nicht so ein Mami-Charakter-Fan. Proxy-sama, Goyujin ga Vito no okujou ni todomatte ita kanousei ga aru no nara, mazu wa soko o mezasu no wa ikaga de shou? Dann danke ich dir im Voraus. メンドをかけてしまうだろうけれど、よろしく頼む。ライカンさん。とんでもございません。大切なお客様なのですから。あなた様のお願いが私どもの使命です。一刻も早くレイン様の足取りをつかみ、あなた様とご友人方の通信を取り除いて差し上げましょう。ガイド様、バレーツインズの見取り図をご確認くださいまし。 Ein von Mikio Housekeeping. Okay. Wow, du kannst sogar. Oh, das ist so gutes Detail. Du kannst die Zeichenlinien auf der anderen Seite noch sehen, ne? Also du kannst sie. Das ist clever. Das ist ein richtig gutes Detail. Du kannst die Zeichenlinien von den Markern oder den Stiften auf der anderen Seite sehen. Das ist richtig realistisch. お客様と私たちの現在位置はA棟の入り口ですわ。こちらのキャラ hat diese Fraktion hat irgendwie nur 5 Sterne Charakter bis auf Corin. Lycon, sie und Ellen sind alles. Ich weiß, sie nennt man nicht 5 Sterne Charakter, nennt man S-Rang Charaktere, glaube ich. Ich bin halt so gewöhnt von Genshin Impact und Honkai Star Rail. Also dann, lass uns aufbrechen. So. Wie gesagt, ich bin so froh, dass ich bald hier mein Konto-Level auf Genshin Impact irgendwann maximiert habe. Was voll lange gedauert hat. Ich bin schon seit über einem Jahr das Spiel am Spielen und ich bin jetzt erst irgendwie kurz davor, Maximum-Level zu erreichen.
Und so wie das in Genshin Impact und Honkai Star Rail funktioniert, ist, wenn man das Maximum Level seines Kontos erreicht, dann kriegt man keine Konto-Erfahrungspunkte, also um das Konto-Level zu erhöhen. Dann kriegt man nämlich als Entschädigung Geld, also Ingame-Geld, ne? Also in dem Spiel, wie heißt die nochmal? Wie heißt die Währung in diesem Spiel nochmal? Ich weiß nicht. In Honkai Star Rail sind das Credits zum Beispiel. Immer mehr Gegner, ich wollte Dingens. Ja, ich muss halt Lichter anmachen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das Maximum Level von diesem Spiel ist Level 60, ne? Für das Konto Level. In Honkai Star Rail ist es Level 70, was ich irgendwie, weil ich nach 3 oder 4 Monaten habe ich das schon erreicht, ne? Also, ich weiß nicht, warum in Genshin das so lange dauert, ausgerechnet. Ich bin das Spiel seit über 1 Jahr in Spielen und komme jetzt erst irgendwie. Ich bin halt schon wahrscheinlich schon über 1,5 Jahre oder so im Spiel. Ich bin jetzt erst kurz davor, mein Maximum Level da zu erreichen. Und wie gesagt, wenn man das Maximum Level seines Kontos erreicht, dann kriegt man halt keine Erfahrungspunkte mehr für das Konto Level. Dann kriegt man als Entschädigung Geld, weil das Spiel sich halt denkt so, oh, du brauchst ja keine Erfahrungspunkte mehr, ne, für dein Konto, ne? Ansonsten halt mit Erfahrungspunkte, also die Erfahrungspunkte, die kriegst du halt durch Quests und tägliche Missionen und eigentlich alles, was man im Spiel macht. Und das Spiel ist dann irgendwann, denkst du dann so, oh, du hast ja schon dein Konto-Level maximiert, also brauchst du ja keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Also geben wir dir ein bisschen Ingame-Geld als Entschädigung. Und darauf freue ich mich sowas von. Weil ich habe dauernd Geldprobleme mit in Genshin Impact. Ich weiß nicht, ob ich da rein soll. In Honkai Star Rail habe ich zum Beispiel gar keine Geldprobleme, weil ich da nach 4 Monaten oder so schon das Maximum Level erreicht habe und dementsprechend Geld als Kompensation immer bekommen habe anstatt Erfahrungspunkte. Ein Genshin Impact kostet halt alles Geld, ne? Das ist ein Problem, Waffen hochzuleveln, Charaktere hochzuleveln, Relikte hochzuleveln, ne, nicht Relikte, Artefakte hochzuleveln. Da kostet alles Mora, also die Ingame-Währung von dem Spiel. Und ich habe dauernd Probleme damit. Deswegen bin ich, oh Gott. Bin ich endlich mal heilfroh, bald hier Maximum Level erreicht zu haben. Ja, du willst mal weiter folgen. Mein Honkai Star Rail habe ich schon lange keine Probleme mehr mit, was hier Geld angeht. Weil ich schon so lange ihr das Maximum Level erreicht habe und dementsprechend Kompensation für. Es ist der da reingegangen. Deswegen bin ich so weit von halb vor, dass bald hier in Honkai in Genshin Impact der Fall sein wird. Ey. Kann ich endlich meine Charaktere, weil ich muss meine Charaktere noch hier hochleveln. Ich muss noch hier Relikte und was weiß ich nicht alles hochleveln. Die Talente, also die Fähigkeiten der Charaktere muss ich alle noch hochleveln. Ich muss so viele Sachen noch hochleveln, ne? Ich kann halt nicht hochleveln, weil alles so kacke teuer ist. Ich für alles Geld brauche in dem Spiel. Deswegen bin ich froh, dass ich irgendwann bald das Maximum Level erreicht habe. Noch kein Star habe ich gar kein Problem. Ich will irgendwann hochleveln, ich will Charakter hochleveln, Waffen hochleveln. Boom, ich habe genug Geld. Mein Genshin Impact ist das schrecklich. Ich weiß nicht, warum das in dem Spiel so lange dauert. Ey. In dem Spiel sieht das auch nicht so aus, als würde das sehr lange dauern. Maximum Level ist 60. Ich glaube, mich hat das irgendwie so lange dauern wird. Aber in Genshin irgendwie haben sie wieder voll übertrieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. So, gegen den müssen wir kämpfen. Also ja, deswegen bin ich froh, dass ich bald das Maximum Level erreicht habe. Dann kriege ich nämlich anstatt Abenteuer-Erfahrungspunkte, also Konto-Erfahrungspunkte, Mora als Entschädigung. Dann kann ich eigentlich mal weiter grinden, ja. Deswegen sind meine Charaktere in Honkai Star Rail auch so viel stärker als meine Charaktere in Genshin Impact, obwohl ich Genshin Impact länger spiele als Honkai Star Rail.
So. Ja, ich habe schon gewusst, er ist irgendwie so ein Kicker, ne? Er ist irgendwie. Seine Animation anschauen. Man sollte halt überhaupt, man sollte überhaupt dieses eine Kommentar hier vom Vegas letztens Jahr. Ja, wir auf Nekomata. Nekomata kann einen zu einem Furry machen. Ich verstehe nicht. Das hier kann einen zu einem Furry machen. Ehrlich. Ich war noch nie der Meinung, dass irgendwie meine, weiß nicht, Katzenmädchen oder irgendwie sowas irgendwie so zu Furries irgendwie so zählen. Das ist für mich irgendwie eine ganz andere Kategorie, wenn ich, wenn ihr mich fragt. Ja, ich merke gerade, er ist Eis irgendwie. Seine Angriffe sind Eis. Was ist er überhaupt? Ist er Attacke, Angriff, Durchbruch? Was für eine Art von Charakter ist? Ja, keine Ahnung, ich fand noch nie irgendwie das Katzenmädchen irgendwie ja so dazu zählen irgendwie, ja, weil nicht, ja, wenn du auf Katzenmädchen stehst, dann weil nicht bisschen Furry oder so. Mein Gott, weil nicht, da klingt mir irgendwie so ein bisschen respektlos gegenüber Furries, ne, die auf richtige Hardcore Charaktere stehen, ne? Ja, versteht, was ich meine. Ja. Weil so Charaktere mit, weiß nicht. Charaktere mit irgendwie Tierohren oder Tierschwänze oder so, sehe ich irgendwie nicht als Furry-Material an, wenn ich ganz ehrlich frage. Ja. Überlegt, aber ist ja so, was ist ja so mein Lieblingskatzenmädchen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung über Katzenmädchen, aber ich weiß, ich glaube, mein Lieblingscharakter mit Tierohren oder so ist hier Holo von Spice and Wolf. Ja, die hat schon so richtig, die hat schon für mich so richtig Waifu-Material. Ah, ich hätte da nicht einsetzen sollen. Ich wollte Lee Kowns Ultimate sehen. Oh. Ja. Aber wir haben ja noch eine Agentengeschichte von ihnen, ne? Also spätestens da werden wir die sehen, ne? Die Ultimate. Aber ich merke gerade, was ich erkämpfe. Ist so ein Boss hier. Ja, aber die Gegner sind alle. Wir sind alle mit an meinem Level, ne? Von daher. Na, keine Ahnung. Also meine Tiermädchen-Waifu wäre wahrscheinlich hier Holo von Spice und Wolf. Ich mag auch ihre deutsche Stimme. Also ist ja mal in Deutsch gelaufen irgendwann. Was sind denn noch? Da, was? Ja, keine Ahnung. Sie finde ich ist schon so ein gutes Paket irgendwie so. So ein Gesamtpaket. Sieht gut aus, hat einen richtig coolen Charakter und so, ne? Das ist schon so mehr so Waifu-Material, finde ich. Und ich meine die Anime-Version übrigens, ne? Weil ich meine, in der Manga-Version ist sie irgendwie jünger, hat irgendwie so eine. Es gibt ja irgendwie eine Manga-Version und eine Anime-Version von Wolf and Spice. Spice and Wolf. Ich meine die Manga-Version, da ist sie irgendwie ein Teenager oder sieht irgendwie aus wie ein Teenager. Aber das Design gefällt mir irgendwie nicht so. Ich finde ihre Anime-Version besser. Außerdem sieht sie da besser aus. So ganz nebenbei. Ja. Hier war's im Weg. Ah, Mann. Man darf sich hier echt nicht irgendwie bewegen. Ohne vorher irgendwie die Karte anzuschauen, ne? Weil ich, wenn ich mich ja reflexmäßig irgendwie bewegen würde. So, ey, da unten ist noch was. Die Art, wie sie Meister sagt, triggert mich irgendwie ein bisschen so. Master! Er hat irgendwie sowas.
Halt irgendwie so was herablassen ist an sich so. Mazda! Ja, es werde Licht. Ja, da ist aber noch einer, Perry. Du hast versagt. So. Oh, unbegrenzt. Ja, damit. Okay. Dann überlasse ich diese Tür dir, diese Tür, ne? Ja, guck mal hier. So. 5000. Können sie gar nicht ausreden lassen, ne? So, wie komme ich denn da unten hin dann? Ah, von links, ich sehe schon. So, aber ja, um auf das Furry-Talk zurückzukommen. So, was? Ach, ich muss den Gegner erledigen, ne? Oh, ich soll das hier mit setzen, okay. Na, kann ich dann einfach hier so durch mal? Okay. Lass mich mal erkunden. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn ich an Furry-Charaktere denke, dann denke ich irgendwie an so, weiß nicht, hier so Lola Bunny oder so, ne? Die ist glaube ich, hier von Space Jam oder so, die ist, glaube ich, ein bekannter Furry-Charakter oder irgendwie so, ne? Oder Renamon, habe ich auch gehört, ist irgendwie voll bekannt. Was für mich merkwürdig ist, weil ich glaube, da ist für jede Person, die die deutsche Version von Digimon geschaut hat, merkwürdig, weil Renamon ist, glaube ich, weiblich in der japanischen und der englischen Version, aber aus irgendeinem Grund haben sie Renamon männlich gemacht in der deutschen Version, was sehr merkwürdig ist. Deswegen ich auch nie diesen Fetisch verstehen werde. Aber für englischsprachige und japanischsprachige Leute kann ich das schon eher verstehen, ne? Aber bei für deutschsprachige Leute ist das natürlich nicht so. Ich meine, außer du bist ein Mädchen, du stehst auf Furries, ne? Ich meine, oder du bist ein Junge, der auf andere Jungs steht, ne? Aber ja. Aber nee. Ich nehme an, die haben irgendwie gesehen, oder die haben irgendwie nicht gesehen, zu was sich Renamon digitiert irgendwann, ne? Und haben dann irgendwie so gedacht, so, oh, das ist ein Kerl, ne? Weiß ich bis heute nicht, wie die auf diese Entscheidung gekommen sind, ehrlich gesagt. Weil ich meine, in der englischen und der japanischen Version ist Renamon weiblich. Deswegen ist es sehr merkwürdig zu wissen, dass Leute irgendwie, weil nicht auf Renamon stehen, so. Ne? Lucario ist, glaube ich, auch irgendwie sehr bekannt, ne, in Pokémon. Ja, der Daneo kennt sich aus, ne? Auch wenn ich mich nicht in diesem Feld irgendwie drin bewege, ne? Ich tue halt so viel Zeit im Internet verbringen. Okay, sie hat sie ganz deutlich Karina genannt. Okay, warum genau kannst du fliegen? Wurde halt irgendwie mal erklärt. Oh Gott. Aber ja, wie gesagt, ich finde irgendwie jetzt nicht Charakter mit. Vielleicht soll ich mal sein Ultimate sehen. Wow. Ich frage mich, ob er treten wird. Ja, er wird treten.
Oh ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr darüber denkt, ne? Aber ich bin irgendwie... Wie einfach nur das Auftreten von einem Charakter, von einem Furry-Charakter, mich irgendwie dazu bringt, hier über Furries zu reden, ne? Aber in diesem Kanal, auf diesem Kanal reden wir über alles, ne? Nächstes Mal können wir wieder über das übliche Mord und Totschlag reden. Aber warte mal, ist das doch nicht Dienstag? Ja, ich frage mich, ob jemand diese Reference kennt. Ich sag einfach, das war ein Dragon Age. Das war ein Dragon Age Origins. So, und jetzt lasst uns wieder zurückgehen zu den üblichen Verkrüppelungen und Verstümmelungen. Aber halt, warte. Nein, das ist ja... Es ist doch gar nicht Dienstag. Aber ja, weil nicht. Ich habe auch irgendwie nie den Hass irgendwie verstanden gegenüber Furries, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das sind Leute, die irgendwie Tierkostüme tragen. Ja, und aua. Ich habe den Hass irgendwie noch nie verstanden dagegenüber. Oder ich weiß, es gab mal irgendwie diese berühmte Con hier, ich glaube Raincon oder irgendwie sowas, ne? Wo die ein bisschen ausgetickt sind und irgendwie missgebaut haben und ein paar ekelhafte Sachen gemacht haben. Ich habe mal ein Video von gesehen im Internet. Also ich weiß, dass das existiert, aber ich glaube, Leute haben schon Furries davor nicht gemocht. Und ich weiß irgendwie nicht wieso. Also ich verstehe den Alten irgendwie nicht so. Solange mich niemand irgendwie zwingt, in so ein Furry-Kostüm reinzugehen, ist doch alles in Ordnung. Bam, 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 bam. Ich finde außerdem auch irgendwie komisch, wenn du irgendwie so kommst und sagst, oh ja, ich mag Katzenmädchen und so, ne? Und dann kommt jemand und sagt, ah, also bist du ein Furry? Ich so, nein. What? Das ist immer noch 90%. Das ist immer noch 90% Mensch, ey. Der Charakter hat noch nicht mal Fell, also. Verstehe es nicht. Ja, genau, meine ich hier, die Kettenangriffe, die werden gar nicht mehr ausgelöst hier manchmal. Normalerweise hätte hier ein Kettenangriff ausgelöst werden müssen. Irgendwie geht das nicht mehr. Die haben irgendwie was am Gameplay da geändert. Plötzlich flackern die Lichter in der Umgebung heftig auf. Irgendwie tut Bell eigentlich immer nur irgendwie zusammenfassen, was eigentlich schon passiert ist, ne? Ich finde ehrlich gesagt ziemlich gut, dass man in den Story-Missionen wortwörtlich jeden Charakter hier spielen kann. Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich coole Idee. In Genshin Impact kannst du nur einmal eine Companion-Mission spielen, dann kannst du den Charakter während eines Kampfes spielen und dann boom, dann wird er wieder entzogen. Ich suche aber euch jedes Mal irgendwie einen Grund, irgendwie um auf Genshin drauf zu kacken, ne? So, das ist nice. Aber Zenitsu und Zero und Honkai Star sind einfach so viel besser. Was so an Gameplay und so ist. Wollte Slice of Life sagen, ja, Quality of Life Sachen angeht. Genshin tut manchmal irgendwie Funktionen einführen, die Honkai Star schon zu Release hatte, ey. Wisst ihr, was die letztens hier eingefügt haben? Wisst ihr, was die nach 4 Jahren in Genshin Impact reingepackt haben? Das hier. Dass du in dem Dialog nochmal zurückgehen kannst. Und die nochmal abspielen kannst. Das hatte Honkai Starville schon seit Anfang an. Das hatte dieses Spiel schon von Anfang an. Genshin Impact hat 4 Jahre gebraucht, um diese einfache Funktion einzuführen. Das ist auch irgendwie peinlich, irgendwie. so eine einfache Funktion haben die erst nach 4 Jahren in Genshin Impact reingepackt. Honkai Style und dieses Spiel haben das von Anfang an. Ja, so wird es doch peinlich. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich war so beschäftigt, auf Genshin rumzuhangen.
Und trotzdem spiele ich es so gut wie jeden Tag. Meine Dailies und so was alles. Ich dachte eigentlich, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie so ein Gruselthema hat. Was es mit dieser Gruppe auf sich hat. Weil sie ist irgendwie so, sie hat irgendwie sowas von einem Geist. Also Lycon hier, so hier Werwolf und so. Coin hat auch irgendwie so. Sie hat irgendwie so einen gruseligen Teddybär als Rucksack am Rücken, was mir irgendwie letztens erst aufgefallen ist. Ich weiß nicht genau, was Ellen irgendwie hier. Ich nehme an, Haie sind gruselig. Weiß nicht, was sie irgendwie dazu einpackt, aber ich dachte irgendwie, das hätte irgendwie so ein Gruselthema hier mit den mit diesen Victoria Housekeeping Gruppe. Das scheint auch ein bisschen so der Fall zu sein, ne? Okay. Dann lass uns aufhören hier zu stehen und weiter spielen. Okay, ich wollte schon sagen, ist zu Ende. Nee. Ja, gut. Warte mal, wo ist denn dann der letzte? Warte mal, ich kann ja die ganze Karte sehen, ne? So. Bekomme ich das letzte Ding noch? Oder habe ich das irgendwo verpasst? Ich kann die Gegner da erledigen, ne? Mit dieser Fähigkeit, oder? Ich sehe auch gar nicht das dritte Ding, ja. Wird schon da auf der anderen Seite sein. Ich krieg 15.000 Geld, nachdem ich hier die Mission erledige. Ja. Ja, ich nehme mal, das letzte Ding wird hier sein, ne? So. Genau, gehen wir mal hier hin. Oder auch nicht. Hier hin. Also, okay. Da gibt eigentlich keinen Grund, hier nicht erstmal vorzuscouten mit dem Ding, ne? Was geht? Das ist aber eine Wand. Wie komme ich da hin? Hey. Lang gemacht. Okay, aber ist sogar. Okay. Ja. Noch was? Nee. Sind diese Dinger da? Dann mache ich da wieder an. Ich muss schon sagen, ich kann ja einfach erledigen, ne? Also wenn ich das nicht machen würde, gar nichts, ne? Ich meine, ich kann einfach nur nicht weiter, ne? So, da haben wir das letzte Ding. Mach das Ding an, einfach nur so, ne? Ah, ich habe alles voller AP fast. So.
Das war nicht, ich brauche eine Wiederbelebung, aber okay. So, los geht's. I can see everything. Die Animation ist so witzig. So. Minasama, sugu ni Atorium desu. Sokusen sokketsu de mairimashou. Ja, komm hier hin, ja. Muss ich mal aufpassen bei den anderen Charakteren hier, die irgendwie so visuelle Effekte anhaben. Mir ist bisher nur was bei Nicole aufgefallen, dass ihre Haare irgendwie so am Leuchten sind. Aber ich dachte, das wäre Standard und das hat nichts mit ihrer Waffe oder so zu tun. Du bist ein neuer Gegner, glaube ich. Ich tippe voll kaputt, ey. Ich habe gerade eine Kombo gemacht. Ja, ich kann gedrückt halten, ausgezeichnet. Dann mach ich die auffällig. Ja, man nicht so rum. Ich tritt den. Eine Sache, die ich immer noch nicht verstehe, gameplay-mäßig, ist, wann man irgendwie hier den Kettenangriff von dem Bangbo auslöst. Also weiß ich nicht, was ist, was ich mit Kettenangriffe meine, ne? Ich meine, wie ich das noch ausgelöst hat, sind diese Angriffe hier. Diese Dinger hier. Das sind Kettenangriffe, ne? Und die scheinen irgendwie manchmal nicht mehr hier zu aktivieren, wenn ich irgendwie die Ausdauerleiste der Gegner breche. Also dieser gelbe Balken unter den Gegnern, unter die Lebensbalken der Gegner. Das scheint sich irgendwie nicht mehr so zu aktivieren, irgendwie. Oder irgendwie scheint das jetzt schwieriger aktiviert zu sein, ne? Ja. So, ich verstehe nicht, wie man manchmal hier mit dem Bangbo angreifen kann. Weil manchmal tut der Bangbo irgendwie einen Kettenangriff auslösen, aber ich weiß nicht, wie es halt aktiviert. Aber manchmal aktiviert es da, manchmal nicht. Ich verstehe nicht, wie man das auslöst. So, oh, Cutscene. Hi. Oh, Cutscene. Ich brauche noch Material für ein Intro. Nein, warum leck? Das ist so eine coole Gruppe irgendwie. Irgendwie Ideen, wie wir die Tür aufbekommen? Das ist so eine coole Idee, dass jede Story-Mission irgendwie, jede Story-Arc, nehme ich an, irgendwie sich auf eine andere Fraktion irgendwie fokussiert. Ich finde, das ist so eine coole Idee. Erst hat sie Cunninghurst, dann hat sie hier Bellbock Industries, jetzt hat sie hier die House Miles. Ist wirklich okay, etwas kaputt machen. Das ist so ein cooles Konzept irgendwie. Dann kannst du natürlich auch nur alle Charaktere spielen, so.
um mir zu sehen, so, ah, das ist, so spielen sich diese Charaktere, das ist das, was die Charaktere drauf haben und so, ne? Hat so ein bisschen Struktur hinter sich, anstatt irgendwie zu sagen, so, oh, jetzt geben wir dir diesen Charakter, jetzt geben wir dir diesen Charakter und jetzt diesen Charakter. Bei Honkai Star ist es irgendwie so, so in einer Story Mission geht es irgendwie darum, so, oh, jetzt keine Ahnung, jetzt sind wir hier auf diesem Schiff und jetzt hast du ein bisschen Fanservice mit Glühwürmchen und dann davor musstest du hier diesen Superkampf gegen Sonntag machen und so, ne? Spoiler, nehme ich an. Victoria Kaseva Kanazia, Teden no Game, irgendwie weiß nicht, diesen anderen. Diesen Traum ihr gehabt hier mit Black, schwarzer Schwan und so. Also, er ist ein bisschen all over the place hier bei Genshin Impact und Honkai Star Rail. Hier kriegst du genau das, was du irgendwie, was du dir vorstellst, ne? Ich kann es nicht glauben, wir sind so schnell hergekommen und kamen dann wegen dem Stromausfall nicht durch das Atmen. Bell tut irgendwie eigentlich immer nur zusammenfassen, was wir wortwörtlich gerade gemacht haben, ne? Da war bei den Agentengeschichten auch so, oh, ich kann nicht glauben, dass genau das und das passiert ist, was wir gerade in der Stunde gespielt haben. Okay, nachdem ich jetzt gesehen habe, was dir und Victoria Housekeeping geschehen ist, habe ich die Stromrechnung vom letzten Monat bezahlt. Ich kann immer auf dich zählen. Victoria Housekeeping Co. handelt professionell und arbeitet zudem auf dem Grundstück des Arbeitgebers. Daher sollten sie in der Lage sein, Spuren zu finden. Fay hat viele neue Daten über die Höhle der Gebäude erhalten und analysiert diese im Moment. Könnte nützlich sein. Weißt du, sollst dich eine Weile ausruhen. Jetzt will sie schon wieder, dass ich mich ausruhe. Boah. So, geh zurück und ruhe dich etwas aus. Ja, Problem ist, ich weiß schon wieder nicht, wie das hier funktioniert, ne? Zimmer. Okay, solange ich mich nicht in mein Zimmer reinsetze, ich kann gar nicht hier. Ich hoffe, da wird jetzt nicht, weil sonst muss ich irgendwann mittendrin irgendwie. So, wir sind jetzt schon 57 Minuten drin, aber ich würde sagen, wir haben trotzdem noch Zeit hier zu gatschern, ne? So, weil ich will meinen ersten Event-Charakter haben, ne? Ich habe genug gespart. Ich habe 26.000. Lass mich noch mal rechnen. Ich hole mal kurz meinen Rechner hier raus, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier eintippe. Ich habe wortwörtlich auf meine Tastatur einen Knopf, wo ich den Rechner aufrufen kann, aber ich tue trotzdem immer hier beim Task Manager hier unten links hier eingeben. So, 1600. Ich habe 26.357 geteilt durch 1600. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich hier ausrechne gerade. Ich kann 16 Puls machen und ich habe, glaube ich, schon da. Ich werde sie garantiert bekommen, selbst wenn ich jetzt hier meine PD verlieren, ne? So, für die es nicht wissen, man kann seine PD verlieren, das heißt, man kriegt dann einen anderen 5 Sterne Charakter, also einen von hier. Wo kann ich noch mal auswählen oder zeigen? Nein, nicht hier. Ich habe übrigens hier dieses eine Ding mal angeklickt, was jetzt schon weg ist, aber da diese, nee, das haben wir ja gesehen, ne? Da kam einfach nur ein QR-Code, ne? Genau, da habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich konnte trotzdem die Dinger hier einkassieren, die Gacha-Währung. Wo konnte man das nochmal gucken? Wo kommt man denn hier nochmal den Charakter irgendwie? Konnte man nicht irgendwie hier den Charakter hier? So. Ah, man kann die Charaktere sogar ausprobieren, sehe ich gerade. Oh. Sollte ich vielleicht mal machen, ne? Dann kriegst du ja auch ein paar Punkte. So, wenn man die Gacha verliert, das heißt, wenn man irgendwie nach 9 Ziehungen einen garantierten Charakter bekommt, dann kann man entweder den Event-Charakter bekommen oder einen von den Charakteren, ne? Wenn man einen von den Charakteren bekommt, dann hat man seine Gacha verloren, seine PD, und ja, beim nächsten Mal bekommt man den. Das heißt, man muss dann nochmal 9 Dinger. Ich muss das hier mal erklären, weil ich das noch nie geklärt habe in diesen Spielen, ne? Weil ich noch nie Event-Gacha gespielt habe, ne? So, also Übersetzung, ich bekomme entweder sie oder ich habe schon zweimal gesucht, sehe ich gerade. Ich habe 60 Rang S Signal garantiert in 70 suchen. Das heißt, ich habe schon zweimal gespielt, weil 90 braucht man, glaube ich, ne? Gut, egal.
Übersetzung, wir spielen so lange, bis wir sie bekommen. Ich habe genug Punkte. Ich habe noch da oben rechts, habe ich 10 Kassetten, die werden erstmal verbraucht. Ich werde definitiv genug Dinger haben, um sie zu bekommen. Sie hat hier einen Nunchuck irgendwie, aber wenn ich bei ihrer Animation gehe, dann hat sie irgendwie einen Stab. Kann sie ihn irgendwie so auseinander machen? Oder nicht? So, das Problem ist, wir können sie nicht sofort spielen, weil wir sie erstmal hochleveln wollen. Wir werden sie sowieso nicht sehen, weil wir in die Story ja natürlich spielen, ne? Müssen wir ja Agentengeschichte irgendwann machen, ne? Aber ich werde sie dann persönlich hier privat spielen können, das ist schon mal wichtige. So, gehen wir einfach rein, ne? Bum, bum. So. Irgendwie lange das dauert, ne? Jetzt pass auf. Ne, okay. Wollte schon sagen. So, wir haben 2 A-Sachen. So, wir werden sie garantiert bekommen. Ich habe genug Punkte. Das ist jetzt. Corinne hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir ein paar Mal bekommen würden. Billy auch nicht, ehrlich gesagt. Ich benutze sie beide. Am liebsten hätte ich noch Corins persönliche Waffe. Nicole verfolgt mich überall hin irgendwie. Die war letztens in der Gacha drin, ne? Glaube ich. So. Ja, aber. So, war irgendwie eine andere Animation jetzt hier, als sie aufgetaucht ist. So, Corin, ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben sie jetzt auf Level 2, ne? So, und der Rest ist nicht wichtig. So, mein Gott. Also ja, gut. Nicole, ich glaube, du bist schon Level 3 jetzt hier, ne? Das heißt, ich kann sie jetzt auch als Profilbild benutzen, ne? Und aktivieren. Jetzt werden ihre Fähigkeiten alle hochgelevelt. Auch cool. So, da ist schon der zweite Charakter, den ich hier so hochgelevelt habe. Namenskärtchen von Nicole freigeschaltet. Ja. Ich wünsche, ich könnte das mal zeigen. Ich glaube, ich mache das auch mal kurz. Da muss ich halt irgendwie meine User-ID verbergen. Ne? Hier bei Dreieck, wenn ich da oben drücke. Ne? So, hier konnte ich das nämlich ändern. Und das konnte ich bei Charakteren ändern, die ich hier nur freigeschaltet hatte. Ne? So, ich habe Nicole auf Level 3 gemacht. Das heißt, ich konnte sie jetzt hier hochleveln, auswählen. Und ja, irgendwie ist das hier sehr interessant, was man hier für Bilder sieht. Deswegen weiß ich nicht. Das ist ein bisschen sass, aber okay, warum nicht? So, deswegen frage ich mich mal, was die sich dabei gedacht haben. So, egal. Corin, verringert beim Treffen von Gegner mit Corins verstärkten Spezialangriff den Fehlschaden des Ziels 20-fach stapelbar. Ja, weil sie hat mit der Kettensäge angreift. Ne? So cool, ich finde aber cool, man kann diese Bilder ja alle freischalten. Atomares zertrümmern. So, weiter geht's. So, jetzt müssen wir unsere Dinger hier Polychrom heißen, die genau. Jetzt müssen wir die ankratzen. Bis wir sie bekommen. Und irgendwie kann man das irgendwie so hören an der Musik, irgendwie, an die Lyrics, wenn da irgendwie jemand anfängt zu singen. Und ich glaube, je nachdem, was für ein Geschlecht der Sänger hat, bestimmt hat irgendwie den Charakter oder so, habe ich gehört. Also wenn so ein Typ am Singen ist, dann kriegt man einen männlichen Charakter. Wenn ein Mädchen am Singen ist, dann kriegt man einen weiblichen Charakter, nehme ich an. Da kann man irgendwie raushören, glaube ich, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So. Zeitfragment. Das ist ein Ding, das ich nicht brauche, leider. Das ist kein einzigartiger. Das ist keine persönliche Waffe. Das ist eine Waffe, die ich benutze, aber keine persönliche Waffe. Okay, den benutze ich bei Dingens hier, bei nenne ich hier durch den ab da abo bitte lächeln, habe ich auch irgendwann einen Charakter rauskommen, für den das perfekt ist. So, weiter geht's. Ich glaube, bei Honkai Star Rail war auch so, hat der dritte Charakter, der erste Charakter, der erste Event Charakter war, ich glaube, jetzt ist irgendwas, oder? Nee, okay. Die Bildschirme waren so komisch am Flackern, deswegen habe ich gedacht, vielleicht war das schon. So, Billy! Da. Ja, da können wir ja das eigentlich schon skippen. Nur noch die habe ich alle schon doppelt und so. So, was habe ich gerade gesagt?
Mein Gott. Ja. So. Hör den durch aus, weil ich konnte verursachen Schaden um 25%. Da ist immer gut. Blitz Rollschuss verursacht während seines Spaßangriff gilt als Ausweichen, verleiht ihm beim Anwenden dieser Fähigkeit den Unverwundbarkeitseffekt. Oh, und kann perfekt ausweichen. Außer ich dachte, da wäre schon vorher der Fall. Okay, cool. Das, wenn ich das nur richtig abtimen könnte, ne? Nee, bei Honkai Star Rail, ich glaube, Silberwolf war auch irgendwie der dritte Charakter, der dritte Event-Charakter, ne? Und sie war auch der erste Event-Charakter, den ich gepult habe. Wenn ich mich nicht irre, ne? Erst kam Seele, dann kam, ich glaube, Luchao, dann kam, glaube ich, Silberwolf, ne? Die war auch der erste Event-Charakter. Und Shinji ist auch der dritte Event-Charakter, ne? Der ist da schon wieder. Okay, skip. Macht es ein bisschen einfacher, ja, wenn die Charaktere sofort kommen. Ah, das für ihn habe ich jetzt auch ein Profilbild. So. Ich vergesse mal, wann ihr drücken muss. So, dritte Level, das ist einfach nur Basisangriffe. Also einfach alle Angriffe sind jetzt stärker. Das ist immer cool. So. Boom. Ausgezeichnet. So. Irgendwann wollte ich jetzt noch gucken. Also ja, Fähigkeiten, genau. Jetzt hat man ja einfach gerade ein paar höhere Level bekommen. Ja, jetzt von 9 auf 14. 9 von 14, normalerweise hat 7 bis 12. Und ich glaube, da kann noch mal hochgelevelt werden. Weil... So ist das bei Dings. Warum ist das... Achso, weil ich das Profil bald freigeschaltet habe, ne? So, weiter geht's. So, 30 Suchen noch. Dann kriegen wir garantiert. Wenn nicht, vielleicht auch früher. Ich versuche irgendwie, ob man irgendwie sehen kann. So, jetzt mache ich mal zwei Sachen. Ob man irgendwie sehen kann. Oh, wer bist du denn? Straßenstar. Du bist aber auch kein persönliches Ding, ne? Keine persönliche Waffe, oder? Ich brauche mal die für Corin. Oder für Lucy. Die persönlichen Waffen, wenn es geht. Corin! Ausgezeichnet. Na, ja, wir sind Coin wieder. So, und das Ding ist neu. Zeig mal. Attacke. Er hat auch keine Animation. Da kann man schon sehen, hat irgendwie hier. Da ist nur im Glitzer, ne? Die persönlich machen, die haben alle so spezielle Animationen, ne? Da kann man schon sehen, welche irgendwie eine persönliche Waffe von jemandem ist und was nicht, ne? Attacke. Vielleicht, wenn ein Trupp mitgeht, einen Kettenangriff verwendet, den Träger einen Stapung Aufladung. Na, lass mal. So, Redofons, das ist jetzt nicht wichtig. So. So, wenn man wie in Honkai Star und Genshin Impact abläuft, dann müsste ich jetzt eigentlich sie schon bekommen. Oder... ein 5-Sterne-Charakter, ein 5-Sterne-Objekt an sich. Da erkennt man das irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, okay, jetzt kriegen wir. Boah. Okay, wir haben einen männlichen Charakter, ne? Also, was bekommen wir jetzt? Wir bekommen nochmal Corin. Ich hab vergessen, sie gerade hoch zu leveln. So, was kriegen wir? Kriegen wir Shinji oder müssen wir nochmal? Kollege, was machst du hier? Boah. Nein, noch nicht mal Nekomata oder so als Entschädigung bekommen. Nein. Das Gute ist, Kollege benutze ich wenigstens. So, okay, so, wir haben jetzt unsere Pity verloren. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 90 Puls kriegen, nochmal 90 Puls machen, auch die werden sogar noch übernommen. 84 brauche ich nur noch. Wow. Wenn ich jetzt noch mal 90 Puls mache, dann kriege ich sie garantiert. Was, ja, dafür habe ich noch genug. So. So, jetzt haben wir den ersten 5-Sterne-Charakter schon doppelt bekommen. Meine Güte. Mein, das Glück, dass ich mich benutze, Kollege. Hört, wenn Kollege nach dem zweiten oder vierten Schlag den Basisangriff oder nach einem verstärkten Basisangriff zu wollen, Spieltagen oder verstärken, dann kann er die Verursachten Benommenheit ausgezeichnet. Den Angriff benutze ich auch wie blöde.
So, jetzt habe ich beim letzten Mal vergessen, Coin ja hochzuladen. Jetzt kriegen wir sie direkt zweimal. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, alle Angriffe erhöht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, da geht's dann auf den Schlag. Erstellt, wenn Coin eine schnelle Hilfe, ein Defensive oder ein Kettenangriff verwendet, ihr selbst 7 Punkte Energie will. Ja, oh. So, was passiert jetzt hier? Das ist etwas sus. So, jetzt. So. Ich glaube nicht, dass in Zukunft irgendein Charakter erstmal rauskommen wird, der mich interessiert. Von daher können wir ruhig ein paar Dinger hier verballern. So, das nächste Mal, wenn jetzt ein. Ey, dieses Spiel, ne? Jetzt ist eine weibliche Stimme. Jetzt ist es auf jeden Fall stimmig. Oh, ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Wenn eine männliche Stimme ist, dann verliert man seine PD. Wenn eine weibliche Stimme ist, dann kriegt man den Charakter. Ist das irgendwie das Zeichen? So, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was passiert ist. Ich habe jetzt bei meinem ersten 10er Pull direkt wieder einen 5-Sterne-Charakter bekommen. Und es ist jetzt auch Shinji, ganz hundertprozentig. Nachdem ich einen anderen 5, ich habe jetzt sozusagen 2 5-Sterne-Objekte für mehr oder ich habe sozusagen 2 5-Sterne-Objekte zum Preis von einem bekommen, mehr oder weniger. Alter. Was ist hier los in diesem Spiel? Ja, da ist nochmal Nicole. Ja, aber. Genau. Da ist der Hauptpreis. Ausgezeichnet. Also das ist irgendwie, glaube ich, der Grund für die Musik, ne? Nehme ich jetzt mal an. Also ja, das ist irgendwie. Das war eigentlich, das war ehrlich gesagt ein besseres Ergebnis, als wenn ich sie sofort bekommen hätte. Das war wortwörtlich ein besseres Ergebnis, als wenn ich sie jetzt sofort bekommen hätte. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt sozusagen eine Menge Dinger gespart, weil ich sie sofort bekomme. Alles klar. So, und sie hat jetzt auch ihr Dings bekommen, ausgezeichnet. Vergrößert, wenn Nicole ihren verstärkten Spezialangriff den Durchmesser ist. Ausgezeichnet. So. Ausgezeichnet. Also ja, ich bin rundum zufrieden. So, weil sie ist Durchbruch, genau, das wusste ich schon. Sie ist ehrlich gesagt genau der gleiche Charakter wie Anbi. Sie ist auch Elektro und Durchbruch. Ich habe schon so ein bisschen hier angespart für sie, ne? Ich habe hier Erfahrungspunkte angespart, boom. Ich habe auch hier Durchbruch-Dinger habe ich für sie schon gesammelt. Ja, wie viele von den Dingern habe ich? Ich habe 2, ah, das wird heute nicht mehr. Also wir können sie heute schon so ein bisschen hochleveln, boom. Obwohl wir sie wahrscheinlich nicht sehen werden, weil ich halt ja Charaktere ja vorgegeben bekomme. Aber ja. So. Ausgezeichnet. Hier können wir auch schon leveln. Boom. Da können wir schon leveln. Boom. Ihre Sachen können wir auch schon leveln. Aber mache ich als Offscreen. So, was gebe ich denn für eine Waffe? Habe ich überhaupt eine Waffe? Nö. Nein, ich habe für sie keine Waffe. Ich meine, ich könnte ihre Waffe noch pullen, ne? Aber das mache ich nicht. Erhöht den Eintritt in den Kampf bei dem Einwechsel aufs Feld die Stoßkraft des Trägers um 13%. Durch den Träger bei den Hauptziel verursacht eine Benommenheit um 12% Stoßkraft Energieregel. Also ich weiß auch nicht, was sie drauf hat. So. Ja, sie hat halt keine gute Waffe. Ausgezeichnet. So, gibt es noch irgendwas, was ich hier anschauen kann? Keine Ahnung, Genshin und Honkai, du kannst ja nicht mit den Charakteren rumlaufen, ne? Das ist halt ein Problem, ne? Jetzt will ich hier gerade mit dir rumlaufen oder so. Irgendwas ist hier neu. Shinji! Ich habe noch gar nicht ihre Dings hier abgeschlossen. Ja, weil wir in der Story so weiter sind, ne? Oh, cool. Dann kann ich für sie ja schon ihre Dings machen. Ja, aber lass mal erstmal. Ich ist jetzt nicht so eine Eile. So, was ich aber machen will, ist
gucken uns natürlich noch mal an, was sie so drauf hat, ne? Ich meine, das sollte man vielleicht irgendwie eher machen, ne? Hier ist halt nicht, hier ist halt, das sollte man, glaube ich, eher machen, ne, bevor man den Charakter pullt. Aber ich pull nicht nach wie guten Charakter, ich pull nach wie sehr ich einen Charakter mag. Und Shinji, die mag ich. So, dann auch du drauf hast, Mädel. So, drücke während des dritten Angriffs von Shinji Basis an. Und die ist genau wie bei Anbi. Drücke während des dritten Angriffs von Shinjis Basisangriff mehrfach, um Gegner fortlaufend anzugreifen. Während du auch wie bei Corrin. Wenn du aufhörst, mehrfach zu drücken, wird der vierte Angriff des Basisangriffs automatisch angeführt, ausgeführt. Wenn Shinji eine Fähigkeit anwendet, Elektroschadenwurf, sammelt sie Überschlagspannung an. Beim Anwenden einer Fähigkeit, die Elektroschaden verursacht, wird Überspannungsspannung angegriffen sammeln. Okay, ich will ihre Animation erstmal sehen. Mein Gott, sie kann auch ihre Waffen nicht halten. Ja, so ein bisschen so, ist so ein bisschen wie bei Lucy. Aber sie hat irgendwie so einen Balken unter ihren Hab. Und deren HP-Balken. Okay. Oh, ja, ich weiß, ich will nur ausprobieren hier. Ah, okay. Okay. Kann ich auch gedrückt halten? Nee. Okay. Also ich muss den jemanden. Kann ich ja nun endlich machen. Wenn die Ansammlung von Überschlangenspannung 75% erreicht, versetzt Shinji sich in den Zustand überstark. Halte zu dieser Zeit Basisangriff gedrückt, um den Basisangriff entzückende Mondscheinblüten auszuführen. Halte ihn weiter gedrückt, um bis zu 5 Vorschussangriffe zu entfesseln. Lass Basisangriff los, um den Gnadenschuss vorzeitig auszulösen. Ein Treffen eines Gegners mit dem Gnadenschuss wird die Bezwingung verliehen, wodurch der Benommenheitsschaden und du kannst hier da. Okay. Also erstmal muss ich dann auffüllen, ne? Auf 75%. Dann muss ich gedrückt halten. Boah. Also sie hat gar nicht so wie Anbi. Aber ich kann ja auch direkt danach einsetzen, ausgezeichnet. Lass mich nur noch ihre Ultimate sehen. Der freie Kampf beginnt gleich. Also so komisch, ne? Ich habe so viele Charaktere jetzt, ich kann die gar nicht einsetzen, weil die Hauptstory mir immer Charaktere vorgibt. Na, zeig mal. Nein. Oh ja. Mal ihren Kettenangriff einsetzen. Ich meine an. Also richtig gut gegen mehrere Gegner. Zack, 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 zack. Boah. Ist ein bisschen blöd, hat sie halt genau das gleiche. Ah, kann sie ja richtig geile Kombos machen. Mich stört nur ein bisschen, dass sie halt genau wie Anbi ist. Also sie ist Elektro und Durchbruch. Das ist ein bisschen nervig, aber wenn sie besser ist als Anbi, wird das noch. Wäre natürlich nicht schlecht. Weil Anbis Kombo irgendwie immer einzusetzen, ist ein bisschen nervig. Ich werde da nämlich immer unterbrochen. Und jetzt. Sie muss jetzt irgendwie 3-4 normale Angriffe machen und dann kann sie ihren Elektro-Angriff einsetzen.
Jetzt noch den Angriff. Mein Gott, ey. Ja, es kann doch ihren, sie kann ihren Stab irgendwie in so Nunchucks umwandeln. Wollte schon sagen, weil in ihrem Bild sieht man sie die ganze Zeit mit Nunchucks. Oder ist einfach nur ihr Stab, den sie ja so in mehrere Teile hier trennen kann. Ja, okay, cool. Also sie werde ich natürlich auf Screen hier hochtrainieren, ne? Weiß nicht, wie lange das dauert, ne? Dürfte eigentlich nicht so lange dauern, jetzt wo ich darüber nachdenke. Und ja, cool. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe neuen Charakter. Ich habe zwei. Ich habe Koleda hochgelevelt nebenbei, weil ich sie doppelt bekommen hat. Immer noch nicht in der Komata, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist Wort, weil ich hätte ich nicht sie bekommen können anstatt Koleda noch mal. Ja, was soll's. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist Wort, weil ich nur eine Frage der Zeit, bis ich sie bekomme. Ausgezeichnet. So, ich bin zufrieden. Na, ich mag sie. Den bräuchte ich nur eine Waffe für sie. Dann wäre alles perfekt. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ihre Haare sind viel dunkler als in ihrer Fischen Art. Ne? Guckt sich mal die Haare hier an. Voll dunkel, ne? Und dann guck mal ihre Haare hier so an. Da sind, oder vielleicht bilde ich mir nur ein. Guck ich das Bild an. So. Und dann ist sie da. So, keine Ahnung. So, gut. Ich habe, ehrlich gesagt, sehr gut gelaufen mit den Gachas, ne? Und ja, ich habe sehr mehr oder weniger an Gacha-Punkten gespart, weil ich halt zwei Charaktere direkt bekomme. Ich habe sie wortwörtlich nach dem ersten 10er-Pull bekommen. Darf es einfach niemanden erzählen, ja, ne? Ja, gut. Alles klar. Da haben wir wieder einen sehr langen Part hier aufgenommen, ne? Ich unterschätze immer, wie lange das dauert mit den Gachas. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Machen wir weiter in der Story von der Victoria Housekeeping Corporation Company, wie auch immer. Und ja, ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird, ne? Aber irgendwann wird das schon passieren, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. So, Leute, das schneide ich hier noch am Ende rein. Und zwar, ich habe nämlich eine Lösung für hier herausgefunden, um eine bessere Waffe für Shinji aufzutreiben. Und zwar kann man ja hier noch hingehen, wo man sich die Dinger herstellen kann, wenn man hier bestimmte Dinge einsammelt. Und zwar, ich habe gerade gesehen, durch notorische Jagd kriegt man die, ne? Das ist diese eine Sache, die man ja einmal wöchentlich oder dreimal wöchentlich machen kann, ne? Und ja, da sind natürlich auch einige. Das sind keine einzigartigen Waffen leider, ne? Das sind alles hier diese 0815 Waffen, ne? Hier kann man sogar nachgucken hier. Die ganzen Waffen von allen Charakteren. Hier, das ist zum Beispiel Haushälter. Das ist hier die Waffe, die man... Das ist zum Beispiel die Waffe für Corin, ne? Wie man hier sieht. Ich meine, die Waffe heißt Haushälter und da ist eine Kettensäge. Also ja, da ist die Waffe für Corin. Ne? Diese kann man sich hier nicht herstellen, aber man kann sich hier so 0815 Rang A Waffen herstellen. Ne? Und ich glaube, das ist hier die kleine Lösung hier für unser Waffenproblem für Shinji. Hier gibt es nämlich zwei Durchbruch-Waffen. Und ich glaube, die werde ich mir sogar beide herstellen. Einen für Shinji und eine für Koleda, weil die beide noch mit 3-Sterne-Waffen rumlaufen, ne? Also ja, das heißt, wir holen uns hier, ich habe gerade noch ein bisschen hier diese Dinger hier gefarmt, ne? Und diese Dinger bekommt man ja auch jede Woche durch notorische Jagd. Das sind diese Bosskämpfe, die man machen muss. Das heißt, die werden auch irgendwann angesammelt, ne? Und ja, das heißt, wir können uns die beiden Sachen hier herstellen, ne? Zwei Durchbruchdinger bitte. Und werden die einfach hier Shinji und Koleda geben, ne? Damit die nicht mit 3-Sterne-Waffen hier durch die Gegend rennen, ne? So, ausgezeichnet. Ich weiß noch nicht, wen ich welche Waffe gebe, ne? Ich habe Koledas Waffe auch, glaube ich, gar nicht hochgelevelt, ne? Ist noch auf Level 30, ne? Ja. Die müssen schon auf Level 50 sein mittlerweile, ne? Aber weil halt 3-Sterne-Waffen sind, habe ich mich davon irgendwie gesträubt, irgendwie die hoch zu leveln, ne? Jetzt habe ich hier aber 4-Sterne-Waffen, die von Natur aus stärker sind, ne?
Dann gucke ich mir hier die Werte an, ne? Level 30. Haben wir hier irgendwas zum Vergleichen? Hier hast du nämlich Level 40. Ich habe keinen auf Level 30 und keinen Level 40. Boah. Aber die Werte von 3-Sterne-Waffen sind in der Regel, also blaue Waffen sind in der Regel schlechter als lederne Waffen, also 4-Sterne-Waffen. Von daher, ja. Die beiden werden hier hoch. Werden auf Dauer besser sein. Deswegen habe ich die mir mal geholt. Ne? So. Wenn man ja immer noch hier. Das Thema Shinji ja immer noch hier gerade vor dem Lauf ist, würde ich sagen, wir machen noch einmal ihre Dings hier, ne? Hier, boom. Warum nicht, ne? Zurzeit ist keine wichtige Angelegenheit im Gang. Eine Long ist morgen. Nein, okay, so viel dazu. So, weil dann kriegt man ja hier das Hintergrundbild. Das würde ich nämlich sehr gerne haben. Ne? Kann ich das übrigens jetzt auch hier mit den Mates hier machen? Nee, ne? Nö. Die werden ja schon angezeigt, ne? Die Charaktere, die ich habe, aber ich habe noch nicht die Quests für die gemacht, ne? Oder so weiter. Ich habe erst so wenig Charaktere. Eins. Sind die Geschwister 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe doch nicht nur 9 Charaktere. Sokako ist hier nicht. Sokako ist hier nicht. Hier Piper, Lucy sind hier auch nicht. Ja. Ich frage mich, wann die relevant werden. Die müssen ja auch mal irgendwann einen Auftritt haben, ne? So, gut. So, da wollte ich jetzt hier noch reinschneiden, weil warum nicht, ne? Weil das nicht irgendwie im nächsten Part irgendwie hier so starten, so wo jetzt wieder alle Leute vergessen haben, hä, warum macht der denn jetzt, ne? So, gut, aber das war es jetzt auch fürs Erste, ne? Gut, ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen nochmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, diesmal wirklich, ne? Ciao, ciao. Pass auf. Ist da einfach durch mich durchgegangen. Den schnapp ich mir. Ah!